Ausparken! Ach so, ausparken. Park aus! Schon gut, okay. Du sollst den Rückwärtsgang einlegen, SpongeBob! Rückwärts? Ach ja, Rückwärtsgang. Los, ausparken! Ich park aus! Ich park aus! Lass mich ans Steuer, SpongeBob! Lass mich ans Steuer! Ich park aus! Ich park aus! Ich pack aus! Ich hab ausgepackt. Schön. Du hast ausgepackt. Und weißt du was noch? Du hast den Tank leer gefahren. Und darüber hinaus sind wir mitten in der Einöde! Und weißt du, was sonst noch ist? Ich glaube fast, die Pizza wird kalt. Und die Pizza wird kalt! Oh, die Pizza wird kalt! Mein Gott, die Pizza! Ach, schlimmer kann's gar nicht mehr werden! Na ja, wir können sie immer noch zu Fuß ausliefern. Die große Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Die große Krabbe Pizza ist die Pizza für Haus natürlich. Die große Krabbe Pizza ist die Pizza, sie ist fantastisch. Jetzt lass doch endlich diese idiotische Pizza los! Das geht nicht, die ist für den Kunden! Was glaubst du, wie egal mir der Kunde ist? Mir nicht! Also mir schon! Also Thaddäus! Lass jetzt die Pizza los! Nein! Aua, SpongeBob! Lass endlich die Pizza los! Nein, die ist für einen Kunden! SpongeBob! Lass die Pizza los! Du blöder Schwamm! Oh, halt bloß die Pizza fest! Wo ist die Straße? Wo ist die Straße? Wir sind am Ende! Wie kommen wir jetzt nach Hause? Welche Richtung? Was machen wir jetzt bloß? Hier gibt's keine Straße. Ich glaube, zur Stadt geht's hier längs. Ach, hör doch auf. Weißt du das auch aus diesem Pionierfilm? Natürlich. Moos zeigt immer in Richtung Zivilisation. Hier längs, hier entlang. Also nochmal zum Mitschreiben. Du meinst, dass wir hier entlang gehen sollen? Yep. Gut, dann gehe ich hier entlang. Thaddäus, warte, ich glaube nicht... Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Die große Krabbe Pizza ist die Pizza super knusperig. Pizza. Große Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Das ist doch bloß so ein blöder Brocken. Das ist eben nicht bloß ein Brocken. Das ist ein Fels. Ein Fels. Ein Fels. Das ist ein großer, wunderbarer, alter Felsen. Ach, die Pioniere sind meilenweit auf den Dingern geritten und jetzt noch prima in Schuss. SpongeBob, hör endlich mit diesen Pionieren auf. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sie gar nicht mehr unter uns sind? Und zwar deshalb, weil sie lausig schlechte Tremper, Korallenfresser und Moosanbeter waren. Und du willst mir tatsächlich auch noch erzählen, dass sie auf Felsen... Mein Getränk? Welches Getränk? Mein Getränk! Meine Diät-Cola! Sag bloß nicht, du hast mein Getränk vergessen! Aber Sie haben gar kein Getränk. Und wie soll ich bitte diese Pizza ohne ein Getränk essen? Aber, denkt ihr eigentlich auch mal an eure Kundschaft? Und du willst ein Lieferjunge sein? Behalt deinen Dreck! Schon wieder einer? Ich hab deinem kleinen Freund schon gesagt, dass ich die nicht will. Ja, die hier geht aufs Haus.
Gestörte Ampelanlage. Wer sagt eigentlich, dass meine Aufsichtspflicht endet, nur weil die Glocke läutet? Ich kann mich immer noch nützlich machen. Das ist dein Job für die Aufsichtsperson. Ich würde diese Stadt nur ohne dich machen, SpongeBob. Oh, mein Bein! Mein Bein! Oh. Auf Streife! Ich bin auf Streife! Oh oh, ein offenes Fenster! Noch Seegasauflauf, Schatz? Diese Narren, sie setzen sich völlig unkalkulierbaren Gefahren aus. Ich muss ihnen ihren Leichtsinn vor Augen führen. Durch ein Beispiel. Ich bin der offene Fensterwahnsinnige! Hoffentlich habt ihr eure Lektion jetzt gelernt. Extrablatt! Wahnsinniger Bikini Bottom. Autounfälle. Einbruch. Wer sonst soll diesen Wahnsinnigen der Gerechtigkeit zuführen als ich? Also unter Aufsicht, ich gehe hier längs und du gehst irgendwo anders hin. Zugriff jetzt! Guten Tag, mein Junge. Hallo, Kollegen. Junge, wir suchen den Wahnsinnigen. Hast du diesen Mann gesehen? Der Wahnsinnige! Nehmt ihn bloß fest, nehmt ihn fest! Ganz ruhig, Junge. Das hier ist doch nur eine Zeichnung. Wir zeigen dir jetzt dieses Bild noch einmal. Und du sagst uns, ob du den Typen gesehen hast. Kapiert? Ja. Also dann. Köstlich! Geh nach Hause, Junge. Und nimm das alberne Hörnchen ab. Ich sehe ihn. Wo ist der Patrick? An der Kreuzung Korallenallee, Ecke Schneckenstraße. Da bin ich auch. Er ist ganz nah, aber ich kann ihn nicht sehen. Was tut er? Er steht einfach da rum. Bedrohlich. Los, renn weg, SpongeBob! Das ist ein manischer Schrei. Gleich greift er dich an. Ich bin völlig durch. Renn weg. Versteck dich hinter dem Haus. Nein, er ist hinter dem Haus. Schnell, versteck dich hinter dem Straßenschild. Nein, halt, da ist der Wahnsinnige auch gerade. Schnell, unter die Laterne. Nein, halt, da ist der Aufschritt. Nein, unser Leben. Wie war das unter Aufsicht? Der Wahnsinnige ist im Briefkasten! Ja! Für einen Wahnsinnigen sieht der Typ ganz gut aus. Moment mal, Patrick. Ich bin der Wahnsinnige. Wir werten das als Geständnis. SpongeBob Schwammkopf, da bist du ja. Da passe ich einen Moment lang nicht auf dich auf. Und schon zerstörst du die halbe Stadt. Du solltest dich verschämen. Sie kennen diesen Kerl? Natürlich kenne ich ihn. Ich war doch diejenige, die ihm diese Uniform gegeben hat. Ich bin für das, was er tut, verantwortlich. Oh. Oh. Und SpongeBob? Ja, Mrs. Puff? Wir sprechen uns nach dem Unterricht. Und zwar in frühestens 6 Monaten.
Ja, sowas, da ist ein Pappkarton an den Strand gespült worden. Heiliges Fischmehl, das ist ein Schwamm! SpongeBob! Kommt näher her. Ich brauche... Sagst du, was brauchst du? Einen Schneider. Weil meine Hose einen Riss hat. Das war nicht komisch. Ich hab mir voll die Sorgen um dich gemacht. Alter! Na los, SpongeBob, sie wenden sich ab. Denk nach, dein Publikum wartet. Mal sehen. Gewicht heben, großes Gelächter. Frisbee in die Fresse, der Kracher. Surfen, haut alle um. Ertrinken simulieren, nö. Na los, denk nach. Jetzt hab ich's. Hey, Leute, passt auf. Kein Riss in der Hose. Untergerissene Hose. Schnell, jemand muss die Polizei rufen. Hier ist ein Hosendieb unterwegs. Oh nein, jetzt sind alle weg. Sogar Sandy. Sie ist lieber mit Larry zusammen. Oh nein, 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 nein. Wir haben versagt, Hose. Was meinst du mit wir? Oh, ich hab mich zum Trottel gemacht, nur um Sandy zu gefallen. Bin ich denn der größte Loser am ganzen Strand? Nein, das bin ich. Ich hab vergessen, mich einzucremen. Autsch. Nein, das bin ich. Ich hab Sand auf meinen Brötchen. Nein, ich bin der größte Loser am Strand. Man hat mich im Sand eingegraben und dann vergessen. Und was ist mit dir passiert? Ich hab meine beste Freundin verloren. Und wie? Als ich meine Hose zerrissen habe. Ich dachte, ich hätte alle auf meiner Seite. Doch dann suchten die Leute ganz schnell das Weite. Sogar meine Liebste wendet sich von mir ab. Nur weil ich meine Hose zerrissen habe. Als der große Larry kam mit seiner Muskelpracht, da hat SpongeBob sich zum Depp gemacht. Sogar Sandy hält ihn für den Psychopath, weil er seine Hose zerrissen hat. Ich weiß, es hilft kein Klagen, kein Ujemine, doch es tut so schrecklich weh. Denn allein zu sein ist noch weniger amüsant als ein Sonnenbrand oder Brötchen voll Sand. Das war mir eine Lehre und es war kein Spaß. Drum hört mir zu, dann lernt ihr was. Bleibt euch selber treu, seid stets auf Draht. Nicht ich, der sich die Hose aufgerissen hat. SpongeBob! Sandy! Wenn du mein Freund sein willst, dann sei einfach du selbst. SpongeBob, das war wunderschön. Kriege ich ein Autogramm auf die Hose? Na, aber immer, Kumpel. La 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 la. Siehst du? Und? Dann lässt man sie wieder frei. Hier geht's um Fun. Was ist denn das? Fun ist, wenn man... Das ist sowas wie... Weißt du, wenn... Wenn man... Also irgendwie, wenn... Tja, was ist Fun? Ich...
Ich buchstabier's dir mal, okay? F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich, haben wir mal Spaß. Ganz friedliche Freundschaft. Das ist doch völlig idiotisch. Weißt du was? Ich helf dir mal. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Versuch's mal. N steht für endlich, haben wir mal Spaß. Ganz friedliche Freundschaft. Moment, ich verstehe das einfach nicht. Ich hab so ein Kribbeln im Bauch. Sollen wir aufhören? Nein, das ist genau das richtige Gefühl. Also mir gefällt's. Machen wir's nochmal? Okay. F steht für Freude an all den schönen Blumen. U steht für Ukulele. N steht für Nase weiß. Und ich mach mit bei jedem Scheiß und lache aus tiefster Seele. Meuterei. Wir haben genug von Ihren albernen Tests, Mr. Krabs. Komm, Plankton, lass uns hier verschwinden. Vielleicht stimmt es ja, was der Junge sagt. Vielleicht ist Plankton auf dem rechten Weg. Und vielleicht wächst mir das Seegras aus der Hose. Na warte, du Lümmel, ich komme! Ich stehe auf Liebesfilme, Plankton. Hey, Blubberbernd, du sitzt auf meinem Freund. Hol's Flöckchen, Blubberbernd. Ich danke dir, mein Freund. Aber ich bitte dich. Hört mir zu! Mr. Krabs! Er führt dich in das Licht. Fasse in seine Tasche und nimm an dich, was du findest. Du auch, Junge! Ich glaub das einfach nicht. Es ist nicht so, wie du denkst. Wie ist es dann? Sag mir, was du hier siehst. Ich sehe gar nichts. Wie kannst du das nicht sehen? Okay, ich seh's ja. Es ist ein Krabbenburger zufrieden. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Wir haben noch den Fun-Song gesungen. Ich glaube, mir wird gleich schlecht. Wie lange? Wie lange? Wie lange hattest du die Sache schon geplant? Sag's mir! Oh. Was? Das stimmt ja, du hast recht. Ich hab dir was vorgemacht, um an den Burger zu kommen. Aber dann hast du mir gezeigt, was Freundschaft ist. Und jetzt ist mir klar geworden, dass ich mir das schon immer gewünscht habe. Wirklich? Nein, nicht wirklich. Böse sein bringt viel mehr Fun. Liebling, jetzt kann uns nichts mehr auseinanderreißen. Mr. Krabs, er ist weg. Er hat den Burger. Er hat gewonnen. Nein, das hat er nicht, Minion. Weißt du, was hinter dieser Leinwand ist? Eine massive Betonwand. Es tut mir so leid, Mr. Krabs. Ich dachte, er hätte sich geändert. Sei ihm nicht böse, Minion. Keine Freundschaft übersteht die Verlockung eines Krabbenburgers. So, und jetzt gehen wir zurück in die große Krabbe und schlagen uns einen in den Bauch. Ich lade dich ein. Ei, Mr. Krabs. Naja, sagen wir, ich gebe einen Rabatt. Ich würde dieses Ding nicht mal ins Haus lassen, wenn es stubenrein wäre. Das war völlig unnötig. Also, wir gehen jetzt zu mir nach Hause und feiern ein bisschen. Wie kann man überhaupt mit einer Qualle feiern, hä? We'll be right back.
bist echt ein guter Tänzer. Aber jetzt reicht's auch für heute. Es wird Zeit für die Haie. Guten Morgen, Gary. Guten Morgen, Qualilein. Qualilein? Qualilein! Hierher, Qualilein! Hey, Quali! Also sowas. Wo bist du, Qualilein? Wo kommt ihr denn alle her? Okay, das war's. Die Party ist vorbei. Ihr habt es ernsthaft übertrieben. Diese Musik ist viel zu laut. Ah! Sehr lustig. Ich meine es ernst. Gary, du hast recht gehabt. Danke, dass du mir keine Vorwürfe machst. Sie fangen an aufzuhören. Kumpel, hör bloß nicht auf zu klappern. Die Tiefsee SpongeBob eine Arte-Lektion erteilt. Wilde Tiere können ziemlich wilde Partys feiern. Na, Blubberbernd, was sagst du jetzt? Ja, schmeckt gar nicht schlecht. Außer einer Sache. Du hast die Gürkchen vergessen. Nein. Du willst der Beste sein? Das kann ich nicht bestätigen. Du hast verloren. Aber die Gürkchen müssen da sein, wo sie immer sind. Ich weiß, ich habe sie raufgetan. Wo sind diese Gürkchen? Gürkchen, Gürkchen, Gürkchen. Ich glaube, sie schulden mir $2. $2? Ihre Garantie. Die Geld-Zurück-Garantie? Ach, das könnten wir nicht darüber reden. Nein. Wie wär's mit einem Rabatt auf die Toilettenbenutzung? Ich fürchte, wie wär's dann mit einem Glas Wasser umsonst? Ein Dutzend Gläser Wasser umsonst? Ich mach sogar Eis rein. Nein, kommen Sie zurück, meine $2. Meine $2, nein, nein. Mr. Krabs, ich weiß, dass auf diesem Burger ein Gürkchen drauf war. $2 werden dir vom Lohn abgezogen. Moment! Zurück an die Arbeit, die Kundschaft wartet. Ich brauche einen Krabbenburger. Okay, diesmal mache ich alles richtig. Mal sehen, Brötchen, dann Ketchup, dann Senf, dann die Gürkchen. Nein, das ist völliger Quatsch. Brötchen,
dann Senf, Ketchup, Salat, dann die Gürkchen. Nein! Erst der Senf, Brötchen drauf, wo ist die Bulette? Gürkchen, Ketchup, Moment! Sponge, denk nach, das darf doch nicht wahr sein. Brötchen, Schuh, dann Senf, Pfanne, Brötchen, nein! Mr. Krabs, ich bin so durcheinander, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich tue. Dann nimm dir doch einfach den Rest des Tages frei. Das geht doch nicht, Mr. Krabs. Wer macht dann die Krabbenburger? Ach, mach dir darum keine Sorgen. Wir haben doch Thaddäus. Hä? Was? Der Chef hat recht. Ich muss meinen Kopf klar kriegen. Wie war das Brötchen, Ketchup? Die Tür! Die Tür! Mr. Krabs! Die Eingangstür ist weg! Oh. Tut mir leid, Schwamm drüber. Diese Sache mit den Gürkchen macht mich ganz wirr im Kopf. Ich gehe wohl besser nach Hause und ruhe mich aus. Brötchen, nein. Brötchen, kein Schuh. Ach, ich bin so durcheinander. Ich schlafe mich mal richtig aus, dann wird mein Kopf wieder klarer. War's Matratze, Matratze, Decke, Kissen, SpongeBob? Oder war's... Oh, den Knackenschwamm! Genau, es war Matratze, SpongeBob, Matratze, dann Decke und Kissen. Gute Nacht, Gary. Das stimmt so nicht. Gute Nacht, Gary. Warte mal, so stimmt das auch nicht. Nö, so auch nicht. Negativ. Los, komm, das kriegst du hin. Falsch. Mr. Krabs, ich Lass weiß nicht, ob ich... Lass dir Zeit. Alles völlig klar, Mr. Krabs. Wirklich? Ja, mir ist endlich klar, dass ich's nicht kann. Ich kann's nicht, Mr. Krabs. Ich bin ein Versager. Sag doch sowas nicht. Kapierst du das denn nicht, du kolossaler Geizkragen? Ich krieg keinen doppelten Krabbenburger mehr auf die Reihe. Ich kann keine Bulette aufs Brötchen legen mit Salat, Käse, Zwiebeln, Tomate, Ketchup, Senf und Gürkchen und Brötchen. Und zwar in dieser Reihenfolge. Immer noch keine Gürkchen. Siehst du? Du hast schon wieder versagt, Schwammkopf, Loserkopf. Einen Augenblick mal. Seht her! Er hat die Gürkchen die ganze Zeit unter seiner Zunge versteckt. Da sind ja auch die Gürkchen vom letzten Mal. Und da sind meine Autoschlüssel. Und da ist mein Abgang. Könnten wir die Lautstärke etwas reduzieren, bitte? Bei diesem Lärm kann ich nicht arbeiten. Oh, na klar, Thaddäus. Ah, ja, ja, na gut. Okay. Und nun wenden wir uns dem Wohlklang von Thaddäus' Klarinette zu. Dankeschön, vielen Dank. Ich nicht. Hä? Hey, Thaddäus, wie wär's mit Seifenblasen? Nur 25 Cent. Unglaublich. Du bist also ernsthaft der Meinung, dass ich meine Zeit mit dem Blasen von Seifenblasen verschwenden würde? Aha. Ich bitte dich. Wer wäre auch noch so dämlich, Geld dafür zu bezahlen? Guten Morgen. Hier ist das Blasestäbchen, geladen und pustebereit. Thank you.
noch was lernen. Moment, ja? Kleinen Moment noch, gleich geht's los. Ach was, das war nur die Aufwärmphase. Und nicht vergessen, alles eine Frage der Technik. Mach dies und das. Und dann dies und das. Die Technik hat ihn jetzt drehen, siehst du? Sieh mal her. Eins, zwei und drei. Matthäus, der Beckenstoß. Immer an die Technik denken. Und nicht vergessen, der Thaddäus, pass auf, die Technik! Hey, Thaddäus, hör auf Sponge! Die Technik! Technik! Zuerst mache ich das. Drehen und Stopp. Dreimal nach rechts gucken. Und jetzt geht's los, der Beckenstoß. Und immer schön auf dem rechten Fuß landen. Ich hab's nicht vergessen. Und dann kommt der Hüftschwung und ein bisschen hiervon und ein bisschen davon und dies und dies und dies und das und das und das und wa 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 und wa 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 und dann... Ja! Donnerwelle, Thaddäus, das war ausgezeichnet. Thaddäus ist unsere Nummer eins. Das war doch nicht schlecht, oder? Ha, also sowas habt ihr noch nicht geschafft. Nein. Das ist doch mal eine Seifenblase. Ich hab's dir doch gesagt, es ist eben alles eine Frage der Technik. Genau, die Technik. Die Technik? Ha, SpongeBob, du glaubst doch nicht etwa, dass ich dieses wunderbare Kunstwerk mit deiner Hilfe erschaffen habe. Haha, also bitte, das habe ich in den Genen. Thaddäus hat Gene! Danke! Thaddäus! Hallo, meine Freunde! Vor euch steht in der Tat... Thaddäus! Ein Genie. Wow! Überraschung! Happy Birthday, Thaddäus! Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute für dich, alles Gute, Thaddäus, nach dem Schwarz als Seepferdchen, alles Gute zum Geburtstag, alles Gute für Thaddäus! Bis dann, Thaddäus! Ciao, Thaddäus! Alles Gute, schönen Geburtstag noch! Ich hab heute nicht Geburtstag! Jetzt reicht's! Ich muss aus dieser Gegend wegziehen! Aber sicher, Mr. Tentakel. Ich verkaufe Ihr Haus im Handumdrehen. Ach, das freut mich zu hören, weil ich hier so schnell wie möglich ausziehen möchte. Kein Problem. Solange es nicht von Fadenwürmern befallen ist oder problematische Nachbarn drumherum wohnen oder so etwas. Nein, nein, sowas gibt es hier nicht. Sagten Sie Nachbarn? Aber sicher. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich erlebt habe, dass ein Verkauf an schlechter Nachbarschaft scheitert. Nachbarn? Ich komme morgen zu einer Hausbesichtigung zu Ihnen. Bis dann. SpongeBob! Kein Mensch kauft mir dieses Haus ab, solange der nebenan wohnt. Thaddäus, warum spielst du Trommel? Trommel? Welche Trommel? Das ist mein Perückenkoffer, siehst du? Auf geht's, SpongeBob! Los, greif mich an! Thaddäus, du brauchst Bettruhe! Ich pass auf dich auf, bis es dir wieder gut geht. Ach so, verstehe. Du weißt gar nicht, welchen Tag wir heute haben.
Mittwoch? Und heute ist Gegenteiltag. Heißt das, du weißt gar nicht, was das ist? Junge, da hast du was verpasst. Der Gegenteiltag ist der einzige Tag im Jahr, an dem man sich anders benimmt als sonst. Normalerweise bin ich spießig und langweilig, aber heute bin ich fröhlich und ganz spontan. Wissen die anderen auch, dass Gegenteiltag ist? Aber sicher, das ist ein Spiel, kapiert? Oh, ein Spiel. Eine Superwelle, wer sagt's denn? In Natura sieht das Haus sogar noch schöner aus. Hallo, Miss... Mr. Tentakel? Ja, bitte treten Sie ein. Seltsam, ich hatte Sie mir viel größer vorgestellt. Ja, das höre ich öfter. Um mir den Verkauf zu erleichtern, müssen Sie mir alle positiven Dinge über Ihr Haus erzählen. Positive Dinge? Gegenteiltag. Ja, aber gerne doch. Die Dielen knarren, das Dach ist undicht und es zieht wie Hechtsuppe. Aha, das hatten Sie am Telefon ja gar nicht erwähnt. Lassen Sie mich bitte ausreden. Die Winter sind hart, die Sommer sind brutal. Im Garten treibt eine menschenfressende Muschel ihr Unwesen. Darf ich Ihnen den Rest des Hauses zeigen? Nun, wie soll ich sagen? Ich bin nicht sicher, ob... Ach, Unsinn, ich will kein Nein von Ihnen hören. Bitte folgen Sie mir. Und hier ist das schlimmste Zimmer von allen. Meine Galerie. Donnerwelle, dieses Gemälde ist wunderhübsch. Danke sehr. Und wer ist das? Darf ich Ihnen vorstellen, das ist Mr. Thaddäus. Sie beide sind Thaddäus? Ich bin Thaddäus, er ist Thaddäus. Wir beide sind Thaddäus. Puh, so, das wäre geschafft. Wenigstens verhält sich SpongeBob ruhig. Ah, nein! Okay, ich glaube, ich habe wirklich genug gehört. Okay. Ich möchte bitte nichts mehr hören. Vielen Dank. Ich verstehe Sie ganz genau. Aufhören! Lass sie in Ruhe! Oh, oh, es tut mir so leid. Ich hoffe, diese beiden Barschgesichter haben Sie nicht irgendwie belästigt. Und wer sind Sie? Wieso? Ich bin Thaddäus. Was für ein albernes Spiel treiben Sie hier eigentlich? Er ist Thaddäus, Sie sind Thaddäus. Ich bin Thaddäus. Gibt es hier noch weitere Thaddäus, von denen ich wissen sollte? Miau. Mir reicht's, ich rausch ab. Ma'am, bitte, was ist mit meinem Haus? Für Sie würde ich nie ein Haus verkaufen und wenn Sie der letzte Thaddäus auf der Welt wären. Warten Sie. Gehen Sie. Nicht. Ah, bitte nicht. Nein. 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 Bitte verkaufen Sie mein Haus. Niemals. Lassen Sie mich hier nicht alleine. Schönen Gegenteiltag, Thaddäus. Willkommen zu Hause, und Thaddäus. Fröhliche Weihnachten. Wir bereiten dir heute deinen schönsten Tag überhaupt. Aber dein schönster Tag findet sicher nicht da draußen statt. Wie wär's mit einem heißen Süppchen an deinem schönsten Tag überhaupt? Happa, happa, Thaddäus. Wie soll ich denn das essen? Oh, ist sie noch zu heiß? Au! Oh. Hä? Vielleicht gibt's ja doch noch was Schöneres als Suppe an seinem schönsten Tag überhaupt. Wie wär's mit Musik an deinem schönsten Tag überhaupt, gespielt auf deiner eigenen Klarinette? Oh je, meine Lippen sind etwas trocken. Es gibt auch was Schöneres als Musik. Das Schönste haben wir uns nämlich für den Schluss aufgehoben. Das einzig wahre und Schönste überhaupt, damit dein schönster Tag überhaupt zum schönsten Tag überhaupt wird. Nimm es ganz feste in die Hand. Oh, ganz feste in die Hand nehmen. Feste in die Hand.
die Hand nehmen. Na, wer sagt's denn? Da steht einer in Position. Auf die Plätze. Fertig. Los, stopp sie dir, Tadeus. Ja, los. Tadeus, los, los. Los, Tadeus, die schaffst du mit links gleich. Hast du sie aufgibst, Tadeus, los, los. Los. Vielleicht zeigen wir ihm ja erst mal, wie das geht. Ja. Da, 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da da Siehst du, was du verpasst hast? Ja, so wird das was. Auf geht's, Tadeus! Auf geht's, Tadeus! Nimm das Netz! Sei das Netz! Ja, wunderbar! Treib sie in die Ecke, Tadeus! Gleich hast du sie, gleich hast du sie! Schlag zu, Tadeus, schlag zu, Tadeus, schlag zu, Tadeus, schlag zu! Du hast sie im Sack! Das ist doch wirklich dein schönster Tag, oder? Riecht sie das? Dieser Gestank, dieser stinkende Gestank, dieser stinkende Gestank, der stinkt, die Sache stinkt. Das sind Sardellen. Was? Sardellen! Bitte, ja, Ruhe bitte! Was ist denn das für ein Benehmen, hm? Essen. So, und jetzt zeigen wir mal Manieren und bilden eine hübsche und geordnete Schlange vor dem Bestelltresen. Supermarkt gibt's Pfannenwender und noch viel mehr. Ist alle mal an Deck, Anker lichten und antreten. Ihr sollt nur eine Schlange bilden, mehr will ich doch gar nicht. Alle Luken dicht, Mr. Tadeus! Wir nehmen Wasser auf, Mr. Tadeus! Ich will zu meiner Mami, Mr. Tadeus! Du, 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 Pfannenwender, Pfannenwender, Steuer- und Backbordaufsätze! Mann über Bord! Hilfe! Nach oben, Mr. Tadeus, nach oben! Das ist das Ende. Wiedersehen, Mr. Tadeus. Oh, Mr. Krabs. Er bitte erlauben, uns an Bord zu kommen, Captain. Hat hier jemand einen Pfannenwender bestellt? Ja, was ist das denn? Wie kann das denn? Bitte sehr, ein hydrodynamischer Pfannenwender mit Steuer- und Backbord aufsetzen. Und nicht zu vergessen, der Turboantrieb. Unfassbar, sie hat nur einen auf Lager. In die Küche! Wer hat Hunger? Just think about me, I'm just as free as Andy's daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. I'm right here to stay when I'm home today. I'll be right in my car. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Das war der beste Fastfood-Fischzug, den ich je gesehen habe, Mr. Schwammkopf. Willkommen an Bord. Aber, Mr. Ein dreifaches Hoch auf SpongeBob. Hip, hip. Hurra, Mr. Hip, hip. Hurra, hip, hip. Hurra, Mr. Krabs. Ich bin in meinem Büro und zähle die Einnahmen. Schönen guten Morgen, Krabbencrew. Was darf ich dir bringen, Patrick? Ich möchte einen Krabbenburger, bitte. Ja, was? Wow.
Sie nur, was Ihr neuer Angestellter mag. Hey, Thaddäus. Wie findest du meine neuen Stiefel? Ziemlich cool, hä? Jetzt bin ich offizieller Burgerbrater. Dieses Gequietsche wird uns alle noch wahnsinnig machen. Ach, Quatsch, keine Blubser, Thaddäus. Dieses Quietschen ist Moneten in meinen Ohren. Ich meine Musik. Ja. Mir Geld. 10, 20, 30, 40. Was mehr? Wer ist da? Und jetzt wieder schön Geld. Und 3 und 4 und 5. Was zum Klabautermann ist denn das? Vorsicht! So leid, ganz, ganz schrecklich, furchtbar leid. Ist ja schon gut, mein Kleiner. Das ist nicht gut. Ihre Stiefel sind weg, Ihre wertvollen Stiefel. Es ist meine Schuld, ich habe versagt. Es tut mir so leid, so leid. So leid. Ich bin zu schlecht für diese heiligen Stiefel. Entschuldigen Sie. Ich war's nicht. Ach so? Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich würde gern bestellen. Was darf's denn sein? Ich nehme den. Wie war das? Ich sagte, ich nehme den. Ich habe die Bestellung gehört, Mr. Krabs. Er hat gesagt, er will... Was? Und einen... Wie war das? Was? 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 Ja, was denn? Nein, ich war das nicht. Was? Wer sagt das? Wie bitte? Komm, der weltbeste Burgerbrater, das auch. Und das, 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 nein! Ja, ich war's, ich hab's getan. Ich hab die Stiefel. Sie sind hier, unter den Bodenbrettern. Bitte, mach, dass es aufhört, das entsetzliche Quietschen dieser Stiefel. Es tut mir leid, aber ich halte dieses vermaledeite Quietschen nicht mehr aus. So, das war's. Warum haben Sie denn meine Stiefel gegessen? Ganz einfach. Du brauchst sie nicht. Es ist nicht der Stiefel. Es ist der Gestiefelte. Der Schwamm in den Stiefeln. Du bist ein toller Burgerbrater. Meinen Sie das wirklich ehrlich? Na klar, Minion. Hier ist der Lohn, den ich dir noch schulde. Und ein Bonus.
Naja, also hier hast du jedenfalls deinen Lohn. Bitte, Thaddäus, ich will auch in die Show. Ich tue auch alles, was du willst. Wirklich alles. Du willst also wirklich in der Show dabei sein? Oh ja. Okay, du darfst nachher die Bühne wischen. Und jetzt hör bitte auf, mich anzubetteln. Danke. So fühlt sich das also an. Der Durchbruch. Mit diesem Mob wird sich mein Schicksal ändern. Kleines Mädchen wird endlich zum Star. Gib mir ein K, R, O. Gib mir ein S, S, E. Aus der Gruppe. Aus der Gruppe. Aus der Gruppe. Also das nenne ich Talent. Danke. Danke. Hey, Thaddäus, ich brauche meinen kulturellen Rat. Soll ich eher von vorne nach hinten wischen oder ist von links nach rechts besser? Und nun zu etwas Poesie. Von Gary. Miau, miau. Formuliert unnachahmlich. Mach schon. Wenn der sich nicht beeilt, haben wir keine Zeit mehr für das Hauptprogramm. Mich. Thaddäus, was soll ich benutzen? Mr. Sauber oder Dr. Rein? Ja, sicher. Ich, der unerreichte Plankton, werde durch die Macht der Zauberei einen Krabbenburger vor ihren Augen zum Verschwinden bringen. Dazu brauche ich einen Freiwilligen der verehrten Gäste. Netter Versuch. Dein Auftritt ist vorbei. Für dieses Mal magst du gewonnen haben. Shiak Kazin. Äußerst ärgerlich. Die Show ist eine Katastrophe. Du ruinierst mich. Nein, nein, machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Krabs. Ich habe das Beste für den Schluss aufgehoben. Na, hoffentlich hast du recht, sonst gibt es Zunder. Und nun, meine Damen und Herren, kommt der Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Das Beste kommt eben immer zum Schluss. Einen kräftigen Applaus für den unvergleichlichen Thaddäus. Was soll das? Ich hasse diese Verlustgeschäfte. Das ist das Letzte. Also, das ist es mir wert. Du Tintenflasche! Sachser Gesindel! Ihr wisst doch gar nicht, was Talent ist! Aber was Talent ist! Thaddäus, kann ich jetzt anfangen? Ja, die Show ist vorbei! Hey, ja! Das ist doch was! Yeah. Reizend, der Junge! Sie wollen eine Zugabe. Geht zur Seite, SpongeBob. Thank you.
mal, wir sind jetzt im Weltraum. Hey, holt mich mal jemand hier runter oder hoch oder irgendwas. Guck mal, was ich damit kann. Ja, du hast deine Zahnpasta in meine Erdnussbutter geschossen. Patrick, das mache ich mit links. Was denn? Eigengrütze, wer hat die Schwerkraft wieder angeschaltet? Wir sind wohl gelandet. Hey, klasse! Manchmal ist dieser Schwamm wirklich dümmer, als die Polizei erlaubt. Das sieht ja fast so aus wie zu Hause. Guck mal, da ist Gary. Gary, komm her, Gary! Hey, bleib bloß weg von ihm, Patrick. Merkst du nicht, dass das ein Trick ist? Die Aliens projizieren unsere Erinnerungen auf die Umgebung hier. Die wollen uns verwirren. Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Genau, aber ich fall da nicht drauf rein. Yeah! Sauber erwischt, Kumpel. Sandy ist sicher stolz auf dich. Sandy? Die habe ich ganz vergessen. Sie ist sicher stinksauer wegen der Rakete. Aber wenn wir ihr ein echtes, lebendiges Alien bringen, wird sie Augen machen. Sie küsst mir die Füße. Na los, Patrick. Je mehr, desto besser. Aliens jagen! Aliens jagen! Nicht so laut. Sie dürfen nicht wissen, was wir vorhaben. Genau. Aliens jagen. Das kam doch kürzlich im Fernsehen. Hey, Patrick, wie wär's, wenn wir bei unserem alten Kumpel Thaddäus vorbeischauen und sehen, was der so treibt? Und vergiss nicht, deinen Püsterich zu laden. Jetzt zieh dir das an. Das ist ja ekelhaft. Oh, Mama. Von Namen ist es noch hässlicher. Lass uns mit der Analyse beginnen. Warte, was ist denn das? Ja. Ich glaube, mir wird gleich schlecht. Meine Güte, weißt du, was das hier ist? Eklig. Nein, das ist die Fruchtblase. Wir sehen uns den Embryo an. Zwillinge. Nichts für ungut, aber nimm das Ding da weg! So Trick und SpongeBob, raus aus meinem Schlafzimmer und lasst meine Tentakel los! Es ist aufgewacht! Los, den Schurken schnappen wir uns! Geht weg, lasst mich in Ruhe! Sind das Terroristen? Was bilden die sich ein? SpongeBob, ich glaube, wir müssen zweimal fliegen, die gehen nicht alle hier rein. Wir haben ja keine Zeit, du musst fester schieben. SpongeBob, was soll denn das? Dich kann man ja keine Minute lang alleine lassen, ohne dass du gleich ein riesiges Chaos anrichtest. Weißt du, was du gemacht hast? Du hast deine ganzen Freunde und Nachbarn da reingestopft, wie die Ölsardinen in die Dose. Und ihr habt mir mein wissenschaftliches Experiment versaut. Ihr solltet euch schämen, alle beide. Hätte ja klappen können, Sandy. Oder besser gesagt, Fräulein Alien. Aliens? Ach, darum geht's euch also. Wir sind nicht auf dem Mond. Wir sind immer noch im Bikini-Bad. Da kannst du mal sehen. Man darf niemandem trauen. Aha, dann warst du die ganze Zeit auch ein Alien. Und du hast es mir noch nicht mal gesagt. Ich hab's ja auch nicht gewusst. Ach ja? Tja, jetzt hab ich dich. Oh nein, mich kriegst du nicht. Sondern ich krieg mich selber. Junge, ich freu mich schon auf Sandys Gesichtsausdruck. Sandy, ich bin wieder da. Wow. Bikini Bottom hat sich ganz schön verändert. SpongeBob! Die Aliens wollen ein Wörtchen mit dir reden!